Das war sehr interessant mit dem Aushandlungsprozess, Herr Lindner. Aber ich mir jetzt vorstelle, so wie die Stimmung in den vergangenen Wochen war, meinetwegen die Gastwirte, die sich so beschwert haben, die vielen, wir haben es vorhin schon besprochen, die vielen Ladenbesitzer und so weiter, hätten die dann nicht wieder sagen können, der Lindner möchte uns am Ende im Stich lassen? Ich orientiere mich zunächst mal daran, nicht was wie ankommt und bei wem, sondern was richtig ist. Und da habe ich in der Tat viele bemerkenswerte Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an eine Sendung, Herr Thaddäus, ich glaube, das war bei Anne Will. Und da hatte ich ausgeführt, naja, also ich könnte nicht verstehen, warum bei der Öffnung des Handels es eine Grenze von 800 Quadratmetern Fläche gäbe. Das könnte ich nicht verstehen, weil eigentlich sei doch entscheidend nicht die Größe des Ladens, sondern der Abstand zwischen den Kunden. Und dicht gedrängt auf 100 Quadratmetern ist ein größeres Problem als mit weitem Abstand auf 1000. Das habe ich in dieser Sendung vorgetragen. Und wissen Sie, was danach passiert ist? Mein E-Mail-Postfach war voll. Man müsse doch endlich mal die Regierung arbeiten lassen. Was soll das immer mit dieser Opposition? Die da oben werden schon wissen, was richtig ist, schrieb einer. Und wissen Sie, ich habe es trotzdem gesagt und daran festgehalten, weil es eben eine Frage der Grundüberzeugungen ist. Und am Ende geht es nicht um den Applaus des Tages, sondern eben auch um Debattenbeiträge. Ja, aber als Wirtschaftsminister wäre es doch schon wieder gar nicht so einfach, weil dann wäre das E-Mail-Fach voll mit den Botschaften von den Gastwirten, mit den Botschaften der Händler, die sagen würden, Herr Minister Lindner, was machen wir denn jetzt, wie helfen Sie uns? Ja, man kann am besten dadurch helfen, dass man die Pandemiebekämpfung so freiheitskompatibel wie möglich organisiert. Also der Staat wird auf Dauer nicht erfolgte Wertschöpfung nicht auf Pump ausgleichen können. Das ist ein Grundsatz. Und deshalb wäre sehr früh, sehr viel schneller möglich gewesen, auf eine andere, ich habe es eben kurz angesprochen, Krisenstrategie zu wechseln. Ich glaube, dass der Verlustvortrag hilft. Und wenn Sie den speziellen Bereich Gaststätte ansprechen, Herr Thaddäus, dann will ich sagen, dass wir auf Dauer den ermäßigten Mehrwertsteuersatz dort einführen sollten, würde auch Abgrenzungsprobleme zur Hotellerie aufheben, dann bitte aber nicht begrenzt nur auf die Speisen, sondern dann bitte schön auch auf die Getränke. Aber Frontalopposition gegen das Konjunkturpaket haben Sie ja auch nicht gemacht. Also Sie haben jetzt nicht sich hingestellt und gesagt, das ist unsere Sache ja nicht, Frontalopposition zu machen. Oder fundamental. Ach, das klingt so liebenswürdig, lakonische Eleganz, das klingt so liebenswürdig, aber das ist doch nicht wahr. Wenn so, als Oppositioneller habe ich doch Lust drauf, die Leute richtig hart ranzunehmen, gerade in so einer Zeit, wo sie sich ja letztendlich auch gar nicht so toll sammeln können, weil sie keine Zeit haben. Also mir geht es darum, eine sachliche Alternative aufzuzeigen. Und die sachliche Alternative ist, statt der vielen einzelnen kleinen Maßnahmen und Programmchen und insbesondere dem Herzstück, so O-Ton Markus Söder, Mehrwertsteuerreform, lieber andere Maßnahmen einleiten. Eine auf Dauer wirksame Entlastung bei kleinen und mittleren Einkommen stärkt den Konsum, verbessert aber auch gleichzeitig unsere Wettbewerbsposition. Verzicht auf den Soli, wir haben immer schon Probleme gehabt bei der Unternehmensbesteuerung. Stattdessen sind viele Strohfeuer-Elemente in diesen 130 Milliarden. Und übrigens, auch die Dimension des Pakets selbst haben wir kritisch angesprochen. Und das muss man auch. Denn ich weiß nicht, wie Sie Ihre Unternehmen führen. Aber im Staatshaushalt jedenfalls ist es so, dass 130 Milliarden Euro Schulden aufgenommen werden für dieses Konjunkturpaket. Und gleichzeitig besteht eine Rücklage von 50 Milliarden Euro. Also normalerweise würde man als Kaufmann erstmal 50 Milliarden Euro als Rücklage auflösen, um zu reduzieren, was am Kapitalmarkt an zusätzlichen Mitteln aufgenommen werden muss. Also da gibt es schon viele kritische Punkte, auch viele Unterschiede, aber ich habe nicht den Eindruck, dass in Deutschland gegenwärtig ein großes Bedürfnis nach allzu plumper parteipolitischer Profilierung besteht. Dazu ist die Lage, glaube ich, zu ernst. Das Unwohlsein, Herr Mattner hat ja vorhin sogar der Finanzminister eingeräumt, das Unwohlsein mit den Summen, mit den großen Schulden. Und trotzdem würden Sie doch auch nicht glauben, dass das, was Christian Lindner gerade gesagt hat, verfangen würde bei vielen Leuten. Weil ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass genau wie Herr Lindner es gesagt hat, Leute plötzlich sagen, ja, der Staat, das ist doch wunderbar, wie das alles klappt und die müssen sich noch hier kümmern. Und da sind noch die wollen auch noch ein bisschen was haben. Ist das auch Ihre Einschätzung? Ja, das sieht man natürlich an den Umfrageergebnissen, dass wenn, ich sag mal, der Staat mit starker Hand eingreift in der Krise, dass man da Zuspruch bekommt. Aber genauso wichtig ist es auch, in die Zukunft zu gucken.
Und was vielleicht noch nicht gesagt worden ist, ist, dass Sie es auch sehr geschickt gemacht haben, ja gerade am Anfang gar nicht Opposition zu machen, das muss mal gesagt werden. Man brauchte Sie ja in den ersten Corona-Zeiten genauso, wie man Sie braucht, wenn man eine verfassungsändernde Mehrheit unter Umständen aufstellen muss. Und dann haben Sie praktisch quasi mitregiert. Das war die erste Phase, bis zu dem Punkt, wo ich lese jetzt mal Christian Lindner, wo der Punkt war, wo Ihre Abwägung zwischen Freiheit, die fehlte, gerade bei der Lockerung, nicht mehr funktionierte mit dem Rest. Dann sind Sie ausgestiegen. So, wahrscheinlich auch richtig an dem Punkt, verstehe ich auch. Und der Punkt ist ja auch derjenige, der uns weiter beschäftigen wird. Ich habe vorhin in allen Reden gesagt, es gab kein Drehbuch, wann man genau aussteigen muss und was man da alles in der ersten Phase richtig oder falsch macht. Sie haben die 800 Quadratmeter angesprochen, Sie wissen, dass wir die ja auch gemeinsam moniert haben. Jetzt geht es mir aber darum, es wird ja eine zweite Welle wahrscheinlich kommen. Herr Söder ist ja zutiefst davon überzeugt und Herr Söder hat ja immer recht, wenn er solche Sachen sagt. Das heißt, wenn sie denn kommt, dann müssen wir darauf vorbereitet sein. Und darauf vorbereitet sein heißt, dass wir unter Lessons learned haben, dass die Frage von Freiheit in Abwägung zu den Maßnahmen, die erforderlich sind, richtig gewichtet werden unter dem, was man erkannt hat. Worauf ich hinaus will ist, Sie haben gesagt, dann reicht möglicherweise Abstand und Maske und Ähnliches, wenn wir wieder in diese Situation kommen. Wenn wir nochmals einen Lockdown komplett bekommen, so wie er war, dann, ich kann es nur wiederholen, sind wir in der Steinzeit. Ja? Das vertragen wir nicht, der wird im Zweifel nur länger sein. Das beste Konjunkturpaket, das man überhaupt schnüren kann, wird eins sein, das zu vermeiden, den nächsten Lockdown. Und dazu müssen wir uns jetzt vorbereiten. Wir müssen jetzt erkennen, welche Maßnahmen werden richtig sein, um selbst wenn dieser berühmte RKI-Wert da hochgeht, diese Maßnahmen nicht in dieser Form mehr ergriffen werden. Packen wir das mal eine Frage für Christian Lindner, weil auch der Tengelmann-Chef, das ist nicht nur Markus Söder, Christian Haub hat heute im Handelsblatt gesagt, wir rechnen fest mit einer Delle, wissen aber nicht, wie stark sie wird. Wir haben zwei Szenarien, eine Rezession ohne und eine Rezession mit einem zweiten Shutdown. Wir hoffen, so sagt Christian Haub, natürlich auf das Erste. Und jetzt weitere ich die Frage, die uns unser Zuschauer Lars Wolter geschickt hat. Das ist so ähnlich wie die Kanzlerfrage vorhin bei Olaf Scholz. Herr Lindner, Sie wollten ja nicht, aber hätte unter Ihrer Regierung das Konjunkturpaket genauso ausgesehen, möchte Lars Wolter wissen. Weitern wir das mal aus. Wüssten Sie, wie man reagieren soll, wenn das eintritt, was Christian Haub als schmutzigstes oder als dunkelstes Szenario beschreibt, nämlich eine zweite Rezession, die Rezession mit Shutdown? Also die hat mehrere Dinge im Raum. Ich greife nochmal den Punkt Schulden und Schuldenhöhe auf. Mich besorgt die Höhe der Nettokreditaufnahme gegenwärtig nicht. Der deutsche Staat ist schuldentragfähig. Wir sind ein sicherer Hafen. Bei der rollierenden Staatsverschuldung werden uns die Anleihen von den ASEAN-Staaten aus den Händen gerissen. Also das ist kein Problem. Da wird auch der Zins nicht steigen, wenn der deutsche Staat stärker in die Verschuldung geht. Die Frage aber ist, mit den Mitteln, die er jetzt aufnimmt, investieren wir in einen breiteren Wachstumspfad in der Zukunft, der uns bei der Entschuldung hilft? Oder geht das Geld irgendwo hin? Also ich missgönne den Familien nichts. Aber das einmalige Zusatzkindergeld hat keine konjunkturelle Wirkung und verbessert strukturell nichts. Also hätte man darauf, wie ich finde, verzichten können. Die breite Mittelschicht wird es übrigens gar nicht erhalten, weil es ja bei der Einkommensteuer wieder verrechnet wird. Also erster Punkt Schulden, die Frage ist wofür. Zweiter Punkt Shutdown. Naja, wir erleben jetzt ja gerade regionale Shutdowns im Umfeld gewisser fleischverarbeitender Unternehmen. Und das halte ich für die jetzt angemessene Strategie, denn in Binz auf Rügen gibt es keine Auswirkungen der Infektionsfälle jetzt gerade dort in Ostwestfalen, wenn nicht gereist wird. Unter der Voraussetzung. Dann muss man aber möglicherweise für bestimmte Kreise tatsächlich Reisebeschränkungen aussprechen. Das machen übrigens unsere FDP-Regierungen. Wir tragen ja Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Und in Nordrhein-Westfalen ist es eine FDP-mitgetragene Regierung, die sagt, die Freiheitseinschränkung dort regional ist gerechtfertigt und verhältnismäßig. Und eine FDP-Regierungsbeteiligung, der Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein sagt, Einreise von dort in Tourismusdestinationen ist gegenwärtig nicht verantwortbar. Und da sehe ich eine Strategie auch für den Herbst, wenn es ein dynamisches Infektionsgeschehen gibt. Wir sind nicht mehr wie im Februar, März.
Kapazitäten im Gesundheitswesen sind ausgedehnt worden. Wir haben alle Kurse gemacht in Virologie und Alltagshygiene. Also ich glaube, wir sind jetzt besser gerüstet als damals. Es gibt endlich diese Corona-App, das muss man noch mit hinzufügen. Dritter Punkt, wie sähe das Konjunkturpaket aus? Ich habe es ja an ein paar Punkten angedeutet. Ich mache es mal mit einer Überschrift. Statt vor allen Dingen nachfrageorientiert zu arbeiten, hätten wir ganz lehrbuchartig investiert in die Verbesserung der Angebotsbedingungen der Wirtschaft. Also Strompreis runter, also steuerliche Belastung runter, also attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen im Bereich von Zukunftstechnologien. Da mal ein Lob. Das, was da über den Wasserstoff geschrieben worden ist von der Großen Koalition, ist richtig und überfällig. Bedauerlicherweise wird ausgerechnet dann dieser Zukunftstreibstoff Wasserstoff ausgenommen für den ganzen Automotive-Bereich. Da hätte er auch ein mögliches Anwendungsfeld. Aber ausgerechnet, da wird er ausgeschlossen. Also angebotsorientiert statt nachfrageorientiert, das wäre die Grundanlage unseres Konjunkturpakets gewesen oder ist unser Vorschlag. Olaf Scholz, haben wir vorhin gefragt, warum der Staat so schnell agieren konnte. Das hätte uns verwundert, warum das normalerweise nicht so schnell geht. Und seine Antwort war darauf, der Staat, die staatlichen Einrichtungen hätten einfach gezeigt, wie gut sie sind oder hätten gezeigt, dass sie im Kern gut sind. Gerade das Beispiel von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein haben Sie genannt, wo Sie selber an staatlichem Handeln beteiligt sind. Hat er doch damit eigentlich recht und ja, Sie hatten nicht recht in der Vergangenheit, wenn Sie darauf zu doll rumgehackt haben. Ja, ich muss die Pointe noch nachwirken lassen. Also ich glaube, dass es trotz allem noch weiteren Anlass zur Vervollkommnung in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland gibt. Also bei allem Stolz über die Leistungsfähigkeit unseres Gesamtstaats, es gibt noch Raum, es zu optimieren. Ich will es mal so sagen. Und auch bei den Kriseninterventionen. Natürlich, wir haben das alles mit begleitet und auch in den Ländern über unsere dortigen Regierungsbeteiligungen administriert. Aber ich habe mich gewundert in der Krisenphase, warum über Einmal- und Sofortzahlungen gesprochen worden ist, über KfW-Darlehen und weiteres mehr, über die Geschäftsbank mit sehr langer Verfahrensdauer. Bis heute frage ich mich, warum haben wir nicht eine der leistungsfähigsten Verwaltungen, die wir in Deutschland haben, genutzt, nämlich die guten alten Finanzämter, die über präzise Informationen über die wirtschaftliche Situation der Steuerkunden verfügen und die auf Antrag bei Umsatzausfall eine Steuerrückerstattung hätten vorsehen können, die dann später mit der endgültigen Steuererklärung verrechnet worden wäre. Das wäre ganz schnell gegangen, schneller als mancher Antrag über die Geschäftsbank an die KfW. Also insofern bei allem Stolz über was unser Land so vermag, konzeptionelle Alternativen gibt es dann immer schon. Herr Mann, also Sie könnten nicht mehr übereinstimmen, lerne ich aus Ihrem Lächeln. Wobei Sie haben vorhin, als Olaf Scholz gesprochen hat, auch sehr freundlich geguckt. Also das heißt, das ist immer freundlich. Erstmal bin ich nur fasziniert. Ich habe viele Diskussionen mit Christian Lindner gesehen, auch im Fernsehen. Es hat noch keiner geschafft, dass er 10 Sekunden drüber nachdenken musste über eine Antwort wie eben. Also das war schon par excellence. Erstmal haben wir viel gemeinsam in der inhaltlichen Einschätzung, in der Rede ist ja auch gerade zum Beispiel eine klare Haltung zum Thema Mietmoratorium zum Ausdruck gekommen. Nichtsdestotrotz unterscheiden wir uns auch an einigen Punkten. Wir haben hier sehr stark doch auch gesetzt auf die Mehrwertsteuersenkung. Warum? Weil ich bestimmte Dinge vor Augen habe. Ich sehe viele Unternehmen. Ich sehe vor allen Dingen auch nur die normalen, guten und existieren. Ich rede nicht über die, die sowieso dem Tode geweiht war. Die kann man nicht retten. So, und die haben genau das gemacht, was Sie eben gesagt haben. Ich kenne sogar eins, das genau 50 Millionen, wie Sie gerade sagten, zurückgestellt hat. Also aus den Rücklagen genommen hat, Ausschüttungen eingestellt hat, das im Handelsbereich unterwegs ist. Aber das reicht nicht. Die Liquidität läuft weg wegen der fehlenden Mieten. Und solche Unternehmen müssen wir über die Wupper bringen. Das sind gute Unternehmen und die würden auch weiter arbeiten und die schaffen es trotzdem nicht. Und deswegen ist Mehrwertsteuer, das Mietenhilfsprogramm, das haben wir hier in dem Kreis noch nicht erwähnt, sind das Instrumente, die gute und normale Unternehmen drüber bringen. Und dann bin ich für diese Phase ausnahmsweise nicht Ordnungspolitiker. Ich war vor der Krise, Ordnungspolitiker, und ich musste mich wechseln, auch während der Krise. Ich habe am Anfang, gerade als es losging, gesagt, pass auf, faire Partnerschaft, alle Hände aufschütteln, zusammen machen und tun.
Dann merkte ich, es geht nicht mehr. Dann haben wir die Mehrwertsteuer erstmal als erstes gefordert, also die Senkung vielmehr. Das reichte dann immer noch nicht. Die Krise wird immer größer. Dann kam man mit dem Mietenhilfsprogramm. Ich war da an dem Punkt und für diese Phase ein Stück lernfähig. Und ich will ganz schnell hoffen, dass wir auch wieder in die andere Phase wieder kommen, dass auch ich wieder ordnungspolitisch reindenken kann. Aber ohne dem, davon bin ich persönlich überzeugt, geht es im Moment nicht, weil sonst zu viel kaputt geht. Nur Firmen, die überleben, können das wieder leisten, was sie sich wünschen. Und nur Arbeitnehmer, die weiter einen Job haben, können in ihren Familien und in den Unternehmen dazu beitragen, dass es langfristig so gut werden kann, wie wir es beide gemeinschaftlich uns auch wünschen. Herr Lindner, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Toll, dass Sie heute hier waren. Meine Damen und Herren, wir sind nämlich dabei, gerade zu überziehen. Das heißt, die Leute, die uns im Netz zugucken, haben jetzt den Gin Tonic schon ausgesaugt und möchten eigentlich losgehen, neu mischen. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber ganz toll, dass Sie da waren. Christian Lindner, hier ist Ihr Abschlussapplaus. Dankeschön.